Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin zu Besuch, zu Gast bei Erkan Demir. Und wir trainieren heute unsere Ärmchen. Und damit ich die Verantwortung komplett abgeben kann, habe ich gesagt, Erkan, du sagst, was wir machen und ich mache einfach mit. Ist mal auch eine gute Variante, das mache ich auch gerne. Dann brauchst du nichts nachdenken. Einfach das machen, was der Partner macht. Ganz genau. Wir werden drei Übungen jeweils, also drei Übungen für Bizeps, drei Übungen für Trizeps machen. Machen aber auch drei Sätze nur. Ja. Und das wird kurz und knackig sein. Schauen wir mal, wie Johannes für sich den Punkt findet. Ja, genau. Also das ist das Ziel. Den Punkt finden, Leute. Bizeps drücken anfangen mit SZ-Stange, deshalb, dass das für die Handgelenke schonender ist wie gerade Stange. Ah, dann wärmst du dich auf fürs Training? Also bei jeweiligen Muskeln schon. Also bei den ersten Übungen mache ich ein, zwei Sätze erst leicht, bis ich meinen Arbeitssatz mich heranpasst und dann geht's los. Okay. Und ich finde das auch sehr wichtig eigentlich. Ja, na klar, auch in der Ellbogen und so, ne? Ellbogen vor allem. Das ist wie kalter Motor, den man gleich auf 200 legt. Sollte man nicht. Und wir sind ja keine 18 mehr, wir müssen uns ja vorher ein bisschen mehr aufwärmen. Ne? Das ist sowieso auch für die Älteren. Aber ich würde das auch für Jüngeren vorschlagen. Glaubt ja nicht, dass die Zeit für euch stehen bleibt, ihr wird es auch irgendwann haben. Also, also fängst du auch lieber mit einer Kabelübung an, ja? Nicht immer, aber heute fangen wir so an. Okay. Also die Reihenfolge ist ja manchmal unwichtig und manchmal schon wichtig, wie man sich gerade fühlt. Okay, kann man schwerer machen. Okay. Loslegen. Sonst spielt er drei Stunden lang mit dem Gewicht. Vor allem, wenn man zu zweit trainiert, sollte man die Aufwärmsätze kurz halten, damit der andere nicht gleich wieder kalt wird und jedes Mal von vorne anfängt. Okay. So, 8er Wiederholungen wären gut als Aufwärmen und dann legt man los. So. Ich habe gerade gesehen, du lässt ihn ja weiter vorne stehen, ne? Ich habe dann bessere Kontrolle. Irgendwie kann ich den Trizeps besser anspannen. Hast du gleich noch ein bisschen Latte dabei? Gut, die ist vielleicht aktive Position, aber die wird nicht verarbeitet. Wenn man hier sieht, wie der schön arbeitet. Hallo. Wiederholungszahlen? 8 bis 12, auch hier. Gut, achtet mal auf seine Oberarmstellung hier. Das ist interessant. Guckt euch immer was ab. Tja, schön. Jetzt schon Pumpe. Und wenn man schnell macht, dann braucht man auch nicht so schwere Gewichte bewegen. Auch wenn du die Arme nicht trainierst, heute kennst du die. Ja. Irgendwas muss ich aber aus München mitnehmen. Komm, jawohl. Ja. Jawohl. Komm mal, push. Dicke Hufeisen, dicke Hufeisen. Push. Yes. Der Arjen versteckt seine Muskeln nämlich ganz gerne. Der könnte doch viel, viel mehr Klicks haben bei YouTube. Ist ihm aber scheißegal. Finde ich gut. Es ist mir wirklich egal, Johannes. Aber ja, aber ich würde trotzdem gerne deine Muskeln sehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Weißt und es geht den Zuschauern bestimmt auch so. Jedes Mal vielleicht nicht. Irgendwann kommt dazu, dass ich wieder zeige und dann
Andi, umso mehr Freude. Ja. Wenn ich wieder Wettkampf mitmache und mich bereit fühle. Over 50. Ja, genau. Das ist ja das Ziel. Das ist geil, da bin ich ja gespannt. Jawohl, komm. Juppie. Ja. Voll. Eins machen wir noch. Wie du sagst, du bist genau. Boss, du bist Boss. Eins machen wir noch und wir gehen weiter. Das gibt einen Monsterkater, ey. Ich hab 8 gezählt, oder? Ja. Ja, gut. Zwischen 8 und 12 war es. Mal also und wieder was finden, wo er mich fertig machen. Ja, es war Gott sei Dank 8. Oh, das stimmt gar nicht, ey. Das stimmt nicht. Wie sind eure Pausenzeiten? Pausenzeiten? Wenn er fertig ist, bin ich dran. Das ist ganz einfach. Wenn ich schlau bin, verwickle ich ihn in ein Gespräch. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Hau rein. Man muss nicht enorme Gewichte bewegen, um sich selber fertig zu machen. Man kann sich sogar im Trizeps-Training fertig machen. Komm, 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 komm. Ja. 19, 20, dann Spaß. Kickbacks, Reverse. Das heißt, wir gehen nicht so, sondern so. Oh! Es ist ein brutale. Leute! Die Übung habe ich noch nie gemacht, ohne Scheiß. Hast du echt noch so am Kabel, nicht am Kabel mal so in der Variante. Aber so ausgedreht, eingedreht noch nie. Du wirst begeistert sein. Ja. Also doppelt so schlimm, wie wenn man. Trizeps versuche ich alle Griffhaltungen zu machen. Also ja. So mit dem Seil und so reverse, entweder am Kabel oder Kurzhantel. Macht alles in so, nur 3 Drehungen. Okay? Wie viel Kilo nehmen wir? 5 oder was? Ja. Wir wollen jetzt in Intensität ein bisschen erhöhen, oder? Was? International bleiben, sag ich. Schau mal, Johannes, ja? Heb mal den Oberarm. Ja. Gleiche Höhe wie Schulter, genau, jetzt ausstrecken. Ja. Genau, schau mal, wie der arbeitet. Dein Trizeps. Stark. Oh. Killer. Ja. Oh, ist richtig geil, Mann. Die knallt richtig. Das könnte meine neue Lieblingsübung werden. Genau, wichtig ist, dass man Arm gleiche Höhe hält wie Schulter. Ja. Dass man nicht von unten nach oben hebt, sondern dass man die gleiche Höhe hat. Dann kann man nicht sogar anhalten aufgestellt. Wenn man es kann, ja. Ja. Wow, gerade so 19 Stück. Lasse mit Klasse. Also ich nochmal als Tipp. Ich bin ja jemand, der sonst nicht mit Spiegel trainiert. Aber in dem Fall hilft der Spiegel dabei, den Muskel besser zu fühlen und ihn besser zu connecten mit dem Gehirn. Ja, je besser ihr connectet, desto besser baut ihr auf. Wie lange hast du das Gym jetzt? Seit 18 Jahren. Ja. Hab mit 28 übernommen und jetzt bin ich 46. Das ist wie dein Wohnzimmer ist das hier, ne? Genau. So ist das, ja. Ja, vor allem wichtigste ist, Johannes, dass ich ein Studio habe, der klein ist, den ich alles selber erledigen kann. Ja. Deshalb ist meins. Ich weiß, was wo liegt Baby, und wie es liegen muss. Ja. Okay. Was kommt jetzt? Bizeps Curls. Aber ich möchte, dass wir Bizeps Curl heute so starten. Ach du Scheiße. Also hoch, ja, ausgestreckt, dass wir die Bizepsansätze richtig mal spüren. Ja. Und dann machen wir weiter. Also du kannst gleich auch mitmachen. Nehmen ein bisschen. Okay. So, wieder mehr Gewicht nehmen. Ja.
2 Kilo mehr. Machst du die jetzt nur, um mich zu ärgern, oder machst du das auch immer? Was denn? Die Übung. Nee, weil ich die liebe, du. Ja? Ich will Reize ziehen, ich will meinen Muskel spüren, ich will lebendiger sein, deswegen mache ich die extremsten Übungen lieber wie die leicht lockeren. Die Luschenübungen, genau. Bitte. Nimm mal die, machen wir gleichzeitig. Come on, go. Two. Yes. Ich verstehe nicht, dass er die Arme nicht trainiert. Schau mal, wie geil die ausschauen. Die werden noch geiler ausschauen. Man weiß es nicht. Ja, doch, man weiß es schon. Man weiß es schon. Komm, hau rein. Riesenkerl braucht doch Riesenarme, Mann. Jawohl. Aber ich gebe dir eine Empfehlung. Bringe deine Arme, du siehst noch besser aus. Also, habt ihr gehört. Aber trainieren für lautigere, geilere Keulen. So, zweite Bizepsübung hinter uns gebracht. Jetzt machen wir noch eine Übung, Johannes, wo wir Schulter ausschalten, also Schulter hat Entlastung. Ach, schön, ja. Wir ziehen von oben nach unten. Gut, machen wir. Ich nehme so, rutsch vor, leg mich auf den Rücken. Man kann sogar unten leicht anhalten. Ein liegender Konzentrationscurl am Kabel. Sehr schön. Ja. Wir haben so viele Reize gesetzt. In den ersten zwei Übungen. Kann sein, dass er nicht spürt. Er wird erst spüren, wenn er aufsteht. Okay, lass. Auch hier nochmal als Tipp, wirklich, Leute. Bloß nicht zu viel Gewicht nehmen. Hier geht's überhaupt nicht ums Gewicht. Wenn ihr nicht merkt, was ihr tut, dann lasst es. Bewusst. Anspannen. Anspannen. Schönes Ding. Doch. Wie lange haben wir gebraucht? Höchstens 40, 50? Höchstens 40. Höchstens 40 Minuten. Also 40 Minuten vorne und hinten fertig machen. Und das war, finde ich, auch geiles Training. Hat Spaß gemacht. Doch. Er lässt sich nicht abstreiten. Also auch so, mit einer Geschwindigkeit kann man seinen Spaßfaktor erhöhen. Man muss nicht enorme Gewichte dabei bewegen. Hauptsache, man spürt den Muskel, den man trainiert. Ja. Und ich glaube, auch seins hat er gerade gespürt, wenn man die Arme jetzt vorher angesehen hat und jetzt. Ich habe gar nichts gemerkt. Er hat gar nichts gemerkt. Merkt mal, dass er nichts gemerkt hat. Schweiß läuft runter. Hey, ich schwitze auch beim Essen. Okay. Wenn ihr mehr von Ernsthan sehen wollt und ihn noch nicht kennen solltet, dann guckt doch mal bei ihm vorbei. Du hast wahrscheinlich schon etliche Armtrainings bei dir auf dem Kanal. Genau, jetzt. Jeder Variante. Ja. Genau. Aber es ist immer wieder gut, mit jemand anders zu trainieren. Du erkennst bei mir was, ich erkenne bei dir was. Das ist ja, man lernt ja nie aus. Also wenn man denkt, dass man alles weiß,
dann ist man ein bisschen... Es ist zu spät eigentlich, dann genau. ist man alt oder keine Ahnung. Okay, ja. Danke, dass du mich überhaupt besucht hast in München. Es waren wundervolle 3 Trainingstage. Ja. Ich hoffe, dass wir fortsetzen können, entweder hier oder bei dir, wenn ich mal in Berlin bin. Du musst in Berlin vorbei. Genau. Die Leute sollen mal auch kommentieren, was die von uns sehen wollen. Ja, ja, das wäre interessant. Genau. Ja, so challenge-mäßig. Ja, Challenge. Er macht 180 Kilo, Kniebeugen nicht nur 100. Wer die meisten Wiederholungen schafft oder was? Schmarrn. Ja, kommentiert und sag mal Bescheid, was euch gefallen würde. Bin raus, komm, bin raus.